Herr Magister Tomanek, über das 328. Wiener Derby wird man noch lange sprechen, nicht nur aufgrund des Ergebnisses, sondern auch aufgrund des Vorfalls vor der Partie. Es gab einen massiven Polizeieinsatz. Einige Rapid-Anhänger sollen Gegenstände auf die Fahrbahn der Südosttangente geworfen haben. Wie ist denn die Lage rechtlich zu beurteilen? Ja, rechtlich, wenn man nicht vor Ort war, ist es natürlich schwierig, weil man nicht selbst gesehen hat und sich ein Bild machen konnte. Aber letztlich ist es Sache des Einsatzleiters, der Polizei, hier die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und wenn tatsächlich hier eine unmittelbare Gefahr für Leib und Leben von auch nur einer einzigen Person oder von erheblichen Wertsachen droht, was offensichtlich gegeben war, dann ist natürlich der Einsatz auch gerechtfertigt und niemand erhält das Jux und Tollerei am dritten Adventssonntag, sage ich einmal ganz flapsig, den gesamten Verkehr auf einer der wichtigsten Hauptverkehrsadern auf, wenn hier nicht tatsächlich eine massive Gefährdungslage vorgelegen hat. Ob dann die gesamte Amtshandlung insgesamt aufgrund der Dauer und der Dauer der Anhaltung gerechtfertigt war, wird natürlich eine Überprüfung zuzuführen sein. Die Polizei hat ja 1300 Fans kontrolliert. Eine Person wurde wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung angezeigt. Dennoch gibt es Kritik seitens auch der Rapids Rechthilfe, die sagen, die Polizei hatte nicht verhältnismäßig sozusagen umgegangen und die Menschen hätten mehrere Stunden in der Kälte zubringen müssen. Gibt es da eine Chance für die Menschen, dass sie da sich wehren, sozusagen, wenn es einen Verstoß gab? Schauen Sie, ich gehe davon aus, dass der Einsatz hier auch sehr gut videomäßig dokumentiert ist. Also es gibt ja heute mannigfaltige technische Möglichkeiten, hier die Geschehnisse entsprechend aufzuzeichnen. Und ob es verhältnismäßig war, hier manche Leute mehrere Stunden in der Kälte ausharren zu lassen, ohne sie irgendwie zu versorgen, das wird natürlich im Einzelfall zu prüfen sein. Es gibt dafür auch geeignete Instanzen und Beschwerdemöglichkeiten. Wie sehen Sie denn das generell? Jetzt war so viele Fans seitens Rapids konnten nicht ins Stadion gehen. Können die sich irgendwie schadenersatzrechtlich jetzt zur Wehr setzen, weil sie ja das Spiel nicht besuchen konnten? Na, prinzipiell nicht. Wer hier teilnimmt an einem sogenannten Quartier, tut das auf eigene Gefahr. Leider Gottes ist es immer so, dass es hier gerade bei derartig brisanten Paarungen wie beim Wiener Derby immer wieder zu Vorfällen einzelner kommt, wo dann alle dafür büßen müssen und dann das Match versäumen. Da müssen sie sich aber nicht an der Behörde schadlos halten, sondern an den wahnsinnigen Störenfrieden, die hier tatsächlich Gegenstände auf die Fahrbahn geschmissen haben, wenn das stimmen sollte.